Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Erben der Erde. Ich befinde mich hier wieder in der Burg der Hunde und die Katzen, die waren so freundlich und haben mir dabei geholfen, hier reinzukommen, indem sie die Hunde schlafen gelegt haben. Ja, die haben denen nämlich ein Schlafmittel in das Hundefutter gemischt. Und jetzt schlafen sie wohl anscheinend alle. Ich bin hier auf der Suche nach einem Weg, meine Freunde aus der Kerkerzelle zu holen. Und irre hier ein wenig planlos durch das Labyrinth. Und genau, da mache ich jetzt mal weiter. Okay, also auf geht's. Gehe ich mal hier lang. Ach ja, zur Orientierung. Hier sehe ich schon mal den Mond. Ich denke, das hat was zu bedeuten, weil ich glaube, ich bin die ganze Zeit an den Außenwänden lang gelaufen. Und da waren ja auch Fenster. Aber hier ist jetzt eine Außenwand und ich sehe den Mond. Ich glaube, das könnte mir bei der Orientierung ein wenig helfen. Naja, wobei ich das hier ziemlich verwirrend finde. Ja, ich... Sackgasse, ich fass es nicht. Okay, dann wieder zurück. Hier lang. Okay. Jetzt stehe ich hier wieder an der Kreuzung. Ja. Ich glaube, von hier bin ich gekommen, nicht wahr? Ja, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Gut, und weiter. Ah, wieder eine Kreuzung. Und Ede, Mede, Meck. Du bist hier lang. Ja, okay. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, das wird so nix. Oh. Ah. Ja, das ist gut. Das ist doch Prinz. Jo, Prinz schläft hier. Das ist gut. Der schlafende Prinz. Was hat er denn da in der Hand? Ein Eisenschlüssel. Na, wenn das mal nicht der Schlüssel zu dem Kerker ist. Okay, also muss ich mir den wohl irgendwie holen. Was haben wir denn hier? Die Nachtkonsole. Was? Oh mein Gott. Habe ich ihn jetzt geweckt? Oh nein. Schön weiter schlafen. Oh. Güte. Was? Oh. So ein Mist. Die Schreibfeder hier nehmen? Nee. Schön langsam. Ich darf ihn nicht weg. Was? Scheiße. Zurück. Na komm, schlaf weiter. Okay, also, hier oben lang, ja? Okay, dann hier lang. Ich glaube, die Dielen, die so ein bisschen erhaben sind, die fangen an zu quietschen. Ah, schön weiter schlafen. Ah, gut, gut. So. Ich möchte aber schon gerne wissen, was hier in der Truhe ist. Komm ich da hin? Was? Oh nein. Ei. Schön weiter schlafen. Ach, so ein Ärger. Ja, muss ich wieder umdrehen. Ach, Mist. Komme ich jetzt an die Truhe? Ich fange dich, Fuchs. Ich fange dich. Oh, weia. Eieieiei. Nee, das ist keine gute Idee. Also wieder zurück hier. Da muss ich wieder umdrehen.
Los, dreh dich um. So. Also nochmal. Okay. So. Ja. Komme ich jetzt an den Schlüssel dran? Jawohl, ich hab ihn. Jawohl, super. Okay, dann raus hier. Wartet auf mich, Mädchen. Wartet auf mich. Ei, ei, ei. Raus hier. Schnell raus. Oh, geschafft. Ich hab den Schlüssel. Oh Mann, das ist, Erfolg. Erfolg. Auf ganzer Linie, würde ich sagen. Okay, dann, wo ist denn der Kerker? Ja, wenn ich das mal wüsste. Tja. Also wieder hier lang. Ha. Okay. Dann hier lang. Ja, wundervoll. Moment, hier bin ich ja. Hier bin ich vorhin lang gekommen, ja? Ja klar, da kam ich doch hier auch in den Thronsaal, oder? Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich hier in den Thronsaal kam. Ich meine, das war einmal hier durch. Genau. Hier rum. Nochmal rum. Und hier am Ende müsste der Thronsaal sein, wenn ich mich nicht irre. Jo, hat mich mein Näschen doch nicht enttäuscht. Sehr gut, sehr gut. Okay. Alles klar. Dann nehme ich diesen Gang. Hier kam ich ja her, genau. Oh Mann, wo ist denn jetzt der Kerker? Ja, irgendwo hier waren ja auch die Futternäpfe. Ja, Gehe ich mal nach links. Rechts. Ja, wundervoll. Geradeaus. Ich weiß es nicht. So. Hier lang? Ist das hier wieder eine Außenwand? Ich habe keine Ahnung. Da geht's nach rechts. Und Sackgasse, wundervoll. Ach, wieder zurück. Und da lang. Nee. So. Da lang. Was ist das? Also vom Gefühl her muss ich jetzt hier lang. Und da lang. Und jetzt? Nein, scheiße, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das ergibt doch alles keinen Sinn hier. Ach, jetzt bin ich wieder draußen. Nein. Nein. Ich muss zum Kerker.
Mensch, wie komme ich bloß zum Kerker? Nein, rein da. Und weiter. So, dann hier lang. Ah, und irgendwo hier waren noch jetzt die Futternäpfe. Waren die geradeaus, ne? Oder? Ja, genau. Hier sind die Futternäpfe. Ja, okay. Dann kann ich mich hier schon mal orientieren. Gut. Gut, gut. Also, dann geht's mal... Wo lang jetzt? Moment, hier war dann der Ausgang. Okay, dann gehe ich hier weiter. Okay. Dann bin ich vorhin geradeaus weitergegangen. Dann gehe ich jetzt hier mal lang. Gut, 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 gut. So. Und geradeaus. Weiß ich nicht. Wo geht's hier lang? Sackgasse. Okay. Alles klar. Sackgasse. Ach Mensch, dieses Umorientieren immer, das ist gar nicht so einfach. Hier geht's dann weiter, genau. Okay. Dann geradeaus oder rechts? Geh ich mal hier weiter. Haha, ich verliere schon wieder. Oh, ja. Schon wieder? Lass uns zur Feier einheben. Du verlierst und ich gewinne, wie wahr. Aber ich glaube, du hast mit meinen Chips gesetzt. Ein guter Schnaps und deine Chips sind alles, was mich am Leben erhält. Cool. Eieiei. Hoffentlich sehen die mich nicht. Die schlafen. Die sollten doch eigentlich schlafen. Aber das sieht hier schon sehr nach Kerker aus. Vielleicht bin ich hier auf der richtigen Fährte. Soll ich weitergehen? Ich probier's mal. Hey, ich sehe einen Fuchs. Nicht schon wieder der alte Trick? Du schielst nicht in meine Karten. Okay, gut. Dann weiter. Oh Mann. Okay. Und jetzt? Oh Mann. Der nächste Irrgarten. Ach, bin ich denn hier? Verflucht. Ja. Wo lang? Ich mal hier lang. Geradeaus. Riff, du bist zurückgekommen. Ich wusste, du würdest das tun. Jawohl, super. Und wie geht's? Ich habe nie daran gezweifelt, dass du uns befreien wirst. Natürlich nicht. Und Ork, was bei dir? Deine Rückkehr macht dich zu einem ehrenwerten Kämpfer. Ja, ich bin ein Held. Ja, benutze einen Eisenschlüssel mit Zellentür. Los, Jungs, kommt raus. Auf geht's. Okay. Jetzt habe ich meine Kumpels hier befreit. Jetzt muss ich irgendwie wieder hier rausfinden. Ja, das wird ein Spaß. Oh Mann, wo ging's denn hier jetzt nochmal lang? Ich glaube, ich bin von da gekommen oder von da? Ich weiß es nicht. Verflucht. Okay, komm, hier lang. Da lang. Geradeaus. Und Sackgasse natürlich. Also dann hier lang. Gut. Geradeaus. Wo waren denn die pokerspielenden Hunde nochmal, Mensch? War das hier lang? Ich glaube ja. Und? In diesem Fall möchte ich nicht neu geben. Wir sollten das Spiel mit gleichen Karten wiederholen. Das war ein unterhaltsames Blatt.
In Ordnung. Gib mir ein paar deiner Chips, damit ich setzen kann. Kann mal einer noch eine Flasche Wein öffnen? Gut. Ja, dann, wieder vorbeilaufen am besten, würde ich sagen. Und los. Hey. Ah ja, ich zieh mit. Und ich erhöhe um eine Ratte, eine Maus und ein paar Katzen. Okay. Geschafft. Vorbei. Gut, jetzt muss ich wieder zu dem Ausgang. Ja. Wo lang? Hier lang. Oder doch nicht? Das ist wieder hier die Außenwand. Na gut. Ich gehe einfach mal an der Außenwand lang. Ich meine, früher oder später muss ich ja wieder zum Ausgang finden, oder? Ich hoffe jedenfalls. Na kommt, Jungs, das schaffen wir schon. Na komm. Ja, geh. Da geht's nicht lang, oder was? Na? Nee. Da will ich irgendwie nicht lang gehen. Komisch. Seltsam. Da eben hier lang. Hier an der Wand lang. So. 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 Das ist ja aber echt super verwirrend. Geradeaus. Links. Stripoker? Ach, bist du verrückt? Jetzt bin ich wieder hier. Wir verlieren doch andauernd. Wir hätten in 0,nix nur noch unser Halsband um. Ich vermisse die Menschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich vermisse meine Leine. Ich vermisse wirklich meine Leine. Nein, scheiße. Verdammt, raus hier. Ach, Mensch. Okay, gerade bin ich hier lang gegangen. Dann gehe ich jetzt mal hier nach links. Gut, okay. Geradeaus. Und wieder links, würde ich sagen. Vom Gefühl her. Gehe ich mal hier lang. Ah, ja, die Fressnäpfe, genau. Oh ja, da bin ich ganz nah am Ausgang. Ja, natürlich. Ah, Mensch, Leute, ihr steht mir im Weg. Na. Gut, dann drehe ich hier halt eine Ehrenrunde. Gut, gut, gut. Mensch, der Ausgang ist nicht fern. Hier lang. Genau, wenn hier die Fressnäpfe sind, dann ist hier der Ausgang. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube schon. Ma? Und, jawoll! Geschafft! Ach, erstmal ein Schlückchen hier. Ach. Ja, super. Okay, dann, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt habe ich meine Freunde befreit. Ja, ich glaube, es wäre keine schlechte Idee, wenn ich meinen Wolfsring wiederholen könnte. Tja. Aber wie zum Geier soll ich da rankommen?
Ich schau mal erstmal mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Hier war ja auch noch dieser Steinbruch hier. Das muss doch auch irgendwas zu bedeuten haben. Und ich kam ja auch nicht über die Schlucht. Wo war die denn nochmal? Genau, diese Schlucht. Vielleicht hat ja Ock oder er irgendeine Idee, wie ich darüber komme. Wo war das noch? Ne, hier war der Steinbruch. Tja, da gab es ja hier diesen Feuerstein. Und da drin waren hier diese leuchtenden Kristalle. Hier. Und das Ding habe ich ja nicht abbekommen. Was für ein schöner Felskristall. Der muss etwas wert sein, wenn ich ihn nur abbrechen könnte. Ja, etwas wert. Diese Dinger sitzen ganz schön fest. Nee, krieg ich nicht ab. Vielleicht könnte ich nämlich das Ding hier gegen meinen Wolfsring tauschen. Weil ich habe das Gefühl, der wird noch wichtig sein. Kann Ock den vielleicht abbrechen? Das ist die Sorte Ort, die ich mag. Ja, okay, ja. Wer könnte diese Edelsteine hergestellt haben? Und warum hat er sie hier angebracht? Eine verflucht gute Frage. Vor allem, wie kriege ich das Ding hier ab? Verflucht nochmal. Lass mich mal probieren. Okay. Bitte. Und tu dir keinen Zwang an. Zu groß. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Ja, Ock. Willst du es mal versuchen? Meine Herren, erlaubt mir, dass ich einen Vorschlag mache. Ja, bitte. Du, Fuchs, bist ein guter Rätsellöser und hast einen gescheiten Verstand. Gute Eigenschaften, ganz sicher. Und du, Elch, bist ein guter Bogenschütze und stolzer Krieger. Dies sind ebenfalls beneidenswerte Talente, wenn es jedoch um brutale Stärke und pure Kraft geht. Sagt einfach nur Ock. Ock. Schön. Okay. Was für ein schöner Felskristall. Ich bin mir sicher, dass der jemandem etwas wert ist. Ja, ganz genau. So, ganz genau. Los, Jungs. Ich hol mir meinen Wolfsring zurück. Ja, der wird garantiert noch wichtig. Das habe ich so im Gefühl. Ja, muss ich erstmal hier meinen Kumpel Kailas auftreiben. Den Händler. Der hängt irgendwo an den Lichtungen rum. Da muss ich jetzt aber Glück haben. Ne, hier ist er nicht. Nur ein Häschen. Hier geht's über eine Brücke. Aber wo war denn hier diese Schlucht, wo ich nicht rübergekommen bin? Vielleicht hat da auch Ea oder Ock eine Idee zu. Hier ist noch die Waldlichtung. Ne, auch kein Kailas. Naja, vielleicht irre ich mich ja auch. Und der Ring ist doch nicht so wichtig. Tja, wer weiß. Da ist hier noch eine Lichtung. Kein Kailas. Und noch eine Lichtung. Ah, da ist er. Hallo.
Geilers Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Jo. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Da, der hat den Wolf tatsächlich noch im Inventar. Super, ja, den will ich zurückhaben. Ich würde gern Nadel und Faden gegen den Ring zurücktauschen. Griff, mein Freund, ich wäre ein schlechter Geschäftsmann, wenn ich darauf eingehen würde. Nein, ich fürchte, so einem Geschäft kann ich nicht zustimmen. Tja. Ja, ich habe hier den Kristall, aber vielleicht ist der ja auch wichtig. Mein Gott, es ist echt schwierig. Na komm, ich versuche mal, ihn zu überreden. Das Leben ist auch eine Reihe von Auswahlen. Und wir können damit das Leben für die Leute um uns schwerer oder leichter machen. Bitte erspar mir deine Philosophie. Wenn du den Ring möchtest, dann gib mir die Goldstücke. Aber... Nochmal? Das Leben ist auch eine Reihe von Auswahlen. Und wir können damit das Leben für die Leute um uns schwerer oder leichter machen. Bitte erspar mir deine Philosophie. Wenn du den Ring möchtest, dann gib mir die Goldstücke. Aber... Nee. Darauf fällt er nicht rein. Also muss Ork ran. Genau. Ork, könntest du mal sehen, was du machen kannst, um unseren Freund hier zu überzeugen? Ich glaube nicht, dass du begreifst, wie wichtig Riff die Sache ist. Und ich hasse es, Riff unglücklich zu sehen. Da musst du dir aber schon etwas Besseres einfallen lassen. Du kannst mich nicht einschüchtern. Mal sehen, wie frech du noch bist, wenn du den Stahl meines... Was ist los? Vermisst du vielleicht ein Schwert? Vielleicht möchtest du ein Schwert kaufen. Ich habe ein Sonderangebot. Oh. Ork, ich fürchte, er hat uns übervorteilt. Vergiss es. Aber... Nee, das wird so nix. Wir brauchen nichts. Tja. Ich sehe hier nichts, was ich brauche. Nicht? Vielleicht beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Ich glaube, da denke ich mal lieber noch ein bisschen drüber nach. Vielleicht ist das doch wieder eine Sackgasse. Brauche ich jetzt den Wolfsring oder den Kristall? Rätsel über Rätsel. Tja.